Du brauchst definitiv keine Schutzgasflasche, um mit einem richtig guten Mic-Mac-Schweißgerät richtig gute Schweißergebnisse zu erzielen. Das ist ganz einfach möglich mit Fülldrahtschweißen ohne Gas. Und ich habe das schon in verschiedenen Videos gezeigt mit Fülldrahtschweißgeräten, aber natürlich mit einem Mic-Mac-Schweißgerät geht das auch und es geht noch viel, viel besser. Ihr werdet staunen, was für Ergebnisse wir heute hinbekommen. Ich habe hier die Mic 225 SYN und die Mic 185 SYN. Ich habe verschiedene Füllgeräte da und dann werden wir gleich loslegen. Wir werden die Geräte rüsten, einstellen. Ich werde euch alles im Detail zeigen, denn wir haben uns mit den Geräten schon wirklich eine Menge angeguckt. Aber das Füllradschweißen halt noch nicht und das finde ich gerade so beeindruckend bei den Geräten. Darum müssen wir uns das natürlich definitiv auch noch angucken. Außerdem habe ich versprochen, alle Geräte, die ich hier in meinem Kanal vorstelle, die ich empfehle, da werde ich auch immer alle Details zu erklären. Ganz kurz am Anfang als Erklärung, es gibt Fülldraht, der wird mit Schutzgas verschweißt und es gibt Fülldraht, der wird ohne Schutzgas verschweißt. Wir reden hier heute über den Fülldraht, der ohne Schutzgas verschweißt wird. Das ist auch ein genormtes Schweißverfahren, das Ganze kommt aus der Industrie. Man wollte einfach leichte, handliche Geräte haben, mit denen man wirklich auch auf der Baustelle schweißen kann, die dann wirklich den Vorteil eines Mic-Mac-Schweißgerätes liefern, Einfachheit der Handhabung und dergleichen, aber gleichzeitig nicht den Nachteil haben, dass man überall eine Gasflasche mit hinschleppen muss. Das ist zum Beispiel auf der Werft, auf dem Schiffsbau, in großen Industrieanlagen und dergleichen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das wurde dann irgendwann auch in diesen Hobbybereich übernommen. Die Umsetzung war wirklich sehr, sehr schlecht. Aber in den letzten Jahren hat sich das wirklich stark entwickelt. Und mit so einem Gerät hier heute sind tolle Ergebnisse möglich ohne Schutzgas. Für uns als Hobbyanwender, als Privatanwender, als kleine Werkstatt hat das natürlich den Vorteil, wir brauchen uns nicht gleich eine Gasflasche kaufen. Das heißt, wir kaufen so ein Gerät, können loslegen, können tolle Ergebnisse erzielen ohne Gasflasche. Später kann man dann immer noch eine Gasflasche nachkaufen. Außerdem können wir mit dem Gerät draußen arbeiten. Das heißt, wir haben kein Schutzgas, also kann uns auch kein Schutzgas wegwehen. Es kann also ein bisschen stürmen, der Wind kann ein bisschen wehen, alles kein Problem. Wir können mit dem Gerät arbeiten, wir können mit dem Gerät schweißen. Ja, das Ganze ist dann natürlich sehr mobil. So ein Gerät hier zum Beispiel wiegt knapp 10 Kilo. Wenn wir dann hier noch eine Rolle drin haben, die gibt es mit 1 Kilo, die gibt es hier aber auch mit 5 Kilo. Dann haben wir hier zum Beispiel eine 2 Kilo Rolle. Dann haben wir hier 11, 12 Kilo. Das kann man wirklich noch gut tragen. Dann brauchen wir nur eine Stromversorgung und wir können loslegen mit dem Schweißen. Also das Ganze bietet wirklich viele Vorteile. Natürlich kann man mit so einem Gerät auch mit der Elektrode schweißen, aber das Fülldrahtschweißen ist wirklich deutlich einfacher. Wer Mac schweißen kann, der kann auch Fülldraht schweißen. Zwei, drei Sachen muss man beachten, aber ansonsten ist das wirklich deutlich einfacher als mit der Elektrode. Kleiner Nachteil oder kleine Ergänzung gleich. Es gibt zwar Fülldrähte für das Schweißen von Edelstahl, aber die sind wirklich schweineteuer und lohnen sich wirklich nicht wirklich. Also da würde ich echt auf die Elektrode ausweichen. Ich habe auch von dem Hersteller, gibt es mittlerweile auch einen, aber der ist auch sowas von überteuert, wenn man da für ein halbes Kilo 50, 60 Euro bezahlt. Das lohnt sich nicht, wenn dann die Ergebnisse auch noch sehr, sehr schlecht sind. Ja, aber für den Stahlbereich ist das wirklich sehr empfehlenswert. Ich bin da seit Jahren ein Verfechter. Und ich erziele damit geniale Ergebnisse und ich kriege täglich Nachrichten von Leuten, die da auch wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Bin ich immer wieder beeindruckt. Beim Fülldrahtschweißen gibt es jetzt eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Wir müssen am Minuspol schweißen. Das heißt, das Schlauchpaket muss am Minuspol sein, die Masse am Pluspol. Es gibt Geräte, die haben hier vorne so einen Dongel, da kann man das umstecken. Bei dem Gerät muss man das im Inneren umschrauben. Das ist aber auch innerhalb weniger Sekunden erledigt. Das heißt, ich habe hier oben zwei große Rändermuttern, die kann ich einfach lösen und dann kann man hier das ganz einfach umstecken. Und damit sieht man, an welcher Polarität dann das Schlauchpaket schweißt. Hier ist wirklich Minuspol, hier steht Pluspol, hier steht extra nochmal Flux, also Fülldrahtschweißen ohne Gas. Jetzt kann ich diese Rändermuttern wieder draufsetzen und damit habe ich das Gerät schon gerüstet. Der Rest ganz normal. Hier kommt die Drahtrolle rein. Bei dem Gerät habe ich jetzt zum Beispiel eine Drahtvorschubnut verbaut mit einer 08er und 06er Nut. Man kann sich so eine Drahtvorschubrolle mittlerweile als Ersatzteil kaufen mit 0,9, was ich hier verwendet habe. Oder es gibt auch Fülldrahte 0,8 mm.
Wenn ich jetzt keine Nut habe oder keine Drahtvorschubrolle habe mit der richtigen Nut, dann nehme ich die 08er. Das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Werde ich gleich mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich habe da sehr gute Erfahrungen, dass das auch problemlos funktioniert. Dabei machen wir einfach mal die Klappe auf. Dann kann man sich das angucken, ob das wirklich auch vernünftig funktioniert. Man sieht hier, in dem Punkt stimmt irgendwas nicht. Es funktioniert nicht. So, jetzt kann hier zu festgezogen sein. Das ist es nicht. Dann ist es doch ein Problem mit der Nut. Dann müssen wir da nochmal nachbessern. Darum guckt man da wirklich immer zu, dass man das sieht. Oft ist es wirklich, der Draht hat ein bisschen Spannung und sitzt gar nicht genau in dieser Nut drin. Ja, und wenn man den dann einmal so ein bisschen reindrückt, dann passt der Schuh. Und dann kann man hier wieder draufdrücken und dann funktioniert das. Und dann wird der Draht richtig schön gefördert. Kann man mal anhalten, mal stoppen. Und dann kommt er irgendwann nach vorne rausgeschossen. Ganz grundsätzlich, bei den Einstellungen hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe hier diesen MIG-Auto-Prozess, ich habe hier keinen 0,9er. Und ich kann hier oben auch wirklich nur CO2 auswählen. Das kann ich jetzt nicht machen in dem Auto-Modus. Ja? Das ist mit Schutzgas. Man kann damit aber auch wirklich schon vernünftig schweißen. Das heißt, ich habe hier einfach meinen Drehregler und kann damit schweißen. Noch besser, hier habe ich 0,8er ausgewählt. Man kann 0,8er oder 1 Millimeter auswählen. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Noch besser funktioniert es aber hier in dem MIG-Manuell-Prozess. Dann kann ich hier oben das Gas rausnehmen. Das bedeutet eigentlich nur, dass das Gasventil nicht schließt oder nicht öffnet. So, und jetzt kann ich damit dann halt das Ganze einstellen. Ich habe hier den Drahtvorschub. Das brauche ich im Prinzip nur einstellen. Ansonsten drücke ich hier zweimal drauf, habe die Spannung, jetzt stelle ich hier die Spannung ein und dann kann ich damit arbeiten. Bei 0,9er sind so ungefähr 20 Volt, das ist bei allen Geräten relativ identisch. Und jetzt kann ich nur noch mit diesem Drahtvorschub, ein bisschen mehr Drahtvorschub, ein bisschen weniger. Ampere regelt sich von selbst und das ist aus meiner Sicht wirklich die optimale Möglichkeit, ein Gerät einzustellen. Ich suche hier die Spannung und dann habe ich den Drahtvorschub, den ich reguliere. Wir können erstmal das Ganze jetzt versuchen in diesem MIG-Auto-Prozess und dann gehen wir mal in die manuelle Einstellung. Man sieht, manuell kann man immer noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Ich habe dafür eine Tabelle und ich werde keine spezielle Werkstattkarte oder Aufkleber für das Gerät erstellen, aber es wird eine allgemeine Karte geben und eine Werkstattkarte mit Einstellungen und da werden die Einstellungen auch so passen, dass man die mit dem Gerät verschweißen kann. Bin ich gerade dran am Arbeiten. Wenn ich da mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich das fertig machen. Das ist wirklich für viele sehr, sehr hilfreich, weil man hat so eine Tabelle. Hier hat man die verschiedenen Materialstärken, Drahtstärken und dann wählt man einfach aus und das Ganze schweißt. Und das passt universell für die verschiedenen Verfahren, wirklich für die meisten Schweißgeräte. Denen ich das ausprobiert habe, da funktioniert das auch. Es gibt Geräte, da hat die Anzeige hier nichts mit der Realität zu tun, da funktioniert es leider nicht. Aber alle Geräte, die eine vernünftige Qualität haben, da kann man da wirklich auch mitarbeiten. So, jetzt sind wir hier, wie gesagt, MIG Auto. Stellen mal 120 Ampere ein und dann schweißen wir einfach. Was müssen wir noch machen? Die Masse müssen wir natürlich nur anschließen. Die kommt jetzt natürlich in den Pluspol, denn das Schlauchpaket ist am Minuspol. Die wichtigste Grundregel ist jetzt wirklich immer, dass man erstmal ein Testblech nimmt und man hört so ein schönes Surren und da weiß man gleich, es ist alles in Ordnung. Ich erkläre immer im Vorfeld alles im Detail und fange nicht gleich beim Schweißen an, weil ich das für so wichtig halte und ich auch immer wieder merke, wie die Leute da die Fehler machen und es dann hinterher auch nicht mehr hinkriegen. Es kann dann hinterher auch nicht funktionieren. Also Vorbereitung ist das A und O. Ich habe jetzt die verschiedensten Nähte, die ich schweiße. Man hört dieses gleichmäßige, schöne Surren und man weiß gleich, mit dem Schweißprozess ist alles in Ordnung.
Man sieht das jetzt auch hier an dem Ergebnis. Wir gucken uns zum Schluss alle Ergebnisse nochmal im Detail an. Aber man sieht es auch hier. Ich habe diese 6 mm Bleche mit 130 Ampere geschweißt. Ich hatte vorher gesagt, ich nehme 120, dann habe ich doch 130 genommen. Das war ein bisschen zu viel. Das Ganze ist ein bisschen zu schnell gewesen. Daher habe ich jetzt nochmal auf 120 runterreguliert, wie ich es auch am Anfang machen wollte. Es ist aber erstaunlich, wie allein dieser MIG-Auto-Prozess funktioniert. Das heißt, ich habe nicht irgendwo zwei, drei Sachen, die ich einstellen muss. Ich habe nur diesen einen Drehregler. Ich stelle auf 120 Ampere und das Gerät schweißt, egal ob mit Schutzgas oder jetzt in dem Fall ohne Schutzgas. Wenn ich möchte, kann ich jetzt immer noch in den manuellen Bereich gehen, kann in dem manuellen Bereich das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen besser hinkriegen. Aber im Prinzip reicht dieser MIG-Auto-Prozess. Es ist aber immer noch Fülldrahtschweißen ohne Gas und man wird auch mit diesem Fülldrahtschweißen ohne Gas immer den einen oder anderen Spritzer haben. Man bürstet hinterher einmal über. Dann sollten diese Spritzer weg sein, wenn man einen vernünftigen Prozess hat, einen vernünftigen Fülldraht und wenn man Trennspray benutzt hat. Man sieht das auch hier. Ich habe hier eigentlich keinerlei Spritzer in irgendeiner Version mehr. Und für Fülldrahtschweißen ohne Gas sieht das Ganze wirklich sehr, sehr gut aus. Mit dem MIG-MAC-Prozess mit Schutzgas kriegt man da teilweise natürlich noch bessere Ergebnisse. Fülldrahtschweißen kann ich jetzt nicht nur sehr gut draußen verwenden, ich kann das auch drin oder überall verwenden, um verzinkte oder beschichtete Materialien zu schweißen. Sollte man nicht unbedingt machen, man muss natürlich auf die Dämpfe achten, aber es lässt sich verschweißen. Fülldrahtschweißen ist neben der Elektrode ein Schweißverfahren, das wirklich sehr, sehr unempfindlich ist gegen Verschmutzungen, gegen Beschichtung. Das ist jetzt das gleiche mal mit dünneren Material. 2 mm Blech und ein 2 mm Vierkantrohr. Einfach wird das von innen geschweißt. Ich habe jetzt nur auf 80 Ampere runterreguliert. Normal würde ich sagen so zwischen 60 und 70 Ampere. Ich bin jemand, der relativ schnell schweißt. Kommt jetzt anständig Trennspray rauf und dann können wir das komplett einmal von außen schweißen. Und das funktioniert super. Wir gucken uns das Ergebnis auch gleich im Detail an. Aber das funktioniert wirklich sehr gut. Es ist beeindruckend, wie gut so ein Gerät Fülldraht schweißt. Es ist immer so die Frage, was für ein Gerät soll ich mir kaufen, ist die häufigste Frage. Viele kaufen sich erst ein Fülldrahtschweißgerät. Das ist auch ein schöner Einstieg, aber irgendwann hat man natürlich das Bedürfnis vielleicht nach mehr. Man will doch mit Schutzgas schweißen und dementsprechend ist es natürlich oft von mir eine Empfehlung, dass ich sage, kauft euch lieber ein schönes MIG-MAC-Schweißgerät in einem bezahlbaren Rahmen. Da seid ihr zukunftssicher. Und man sieht hier so diese Ergebnisse. Für ohne Gas, ohne Schutzgas sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Also das ist immer so die Frage, was man für einen Anspruch hat. Innen, das sieht natürlich immer noch ein bisschen wild aus, aber man sieht den Unterschied einmal gebürstet und da sollte alles weg sein. Das ist natürlich der entscheidende Punkt, wenn der Prozess vernünftig funktioniert und wie gesagt, wenn Trennspray im Einsatz ist. Das ist jetzt das verzinkte Material, was ich mit dem Stahlblech eben verschweißt habe. Ist übrigens ein 2 mm Kanal oder 1,5 mm Kanal. Links mit Fülldraht, rechts wurde mit der Elektrode geschweißt. Links habe ich oben eine kleine Stelle drin. Da ist wie so eine Pore reingezogen, aber ansonsten sieht die Naht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Jetzt ist natürlich ein Riesenvorteil vom Fülldrahtschweißen, dass das Ganze so extrem mobil ist. Ich bin einfach mal in meinen hinteren Werkstattbereich gegangen, habe einfach mein Schweißgerät mitgenommen, habe hier meinen Schleifarbeitsplatz nochmal. Ich brauche nur eine Steckdose einstecken, Masse dran, das ist jetzt wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten erledigt und ich kann auch hier loslegen zu schweißen. Was habe ich jetzt hier? Ich habe eine 6 mm Platte, da drauf habe ich ein 2,6 mm Rohr. Und das werde ich umlaufend auf meiner kleinen Radlager, also aus dem alten Radlager gebauten Drehvorrichtung schweißen. Das ist immer so eine meiner absoluten Lieblingssachen, weil das funktioniert gut. Man kann das Ganze mit der Hand immer weiter drehen und kriegt damit wirklich geniale Schweißergebnisse. Das Ganze kriegt man natürlich mit MAC hin, mit MAC Puls habe ich das schon mehrfach vorgeführt. Und mit Fülldraht kriegt man da auch sehr, sehr schöne, gleichmäßige Ergebnisse. Die Positionierung ist immer ein wichtiger Punkt. Und hiermit kann man dann halt auch schön demonstrieren, was mit so einem einfachen Verfahren möglich ist. Und ich bin da auch irgendwo kein Gott, aber das sieht ja wirklich gut aus und zeigt, wie wunderschön das Gerät mit Fülldraht schweißt. Das Gerät hat ja vorher schon mit Stahldraht, mit Aluminiumdraht gut geschweißt, aber die Fülldrahtergebnisse, die sind wirklich auch sehr, sehr gut.
Ich habe zu dem Gerät verschiedene andere Videos gemacht oder zu den beiden Geräten. Das ist ja jetzt die MiG 185 Syn und die MiG 225 Syn. Die sind ja beide sehr baugleich. Die Ergebnisse waren alle wirklich sehr, sehr gut. Die Videos packe ich alle in eine Playliste. Die könnt ihr euch im Anhang oder im Anschluss hier dran angucken. Ansonsten das Gerät verlinke ich hier unter. Was ich sonst so verwendet habe, verlinke ich natürlich auch hier unter. Und auch immer was Interessantes zum Fülldraht schweißen. Ich hoffe, die Ergebnisse gefallen euch. Ich hoffe, die Fragen zu der MiG 185, MiG 225 im Thema Fülldrahtschweißen, zeigt doch mal, wie gut das Gerät Fülldrahtschweißt, habe ich, glaube ich, hier eindrucksvoll beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.